Okay, die Fehlung müssen wir stabilisieren. Ja. So, wir schauen mal weiter. Was brauchst du? Einmal Zugang legen, bitte. Okay. Eine Fehlungsverletzung entsteht meistens dadurch, dass Gegenstände im Bauch bzw. im Rumpfbereich stecken. Diese sollte man tunlichst nicht rausziehen. A, könnte der Patient inkorporal verbluten. B, können Sie weitere Verletzungen hier verursachen. Also wichtig, bitte niemals eine Fehlungsverletzung selbst behandeln.